Meine Tischkreissäge hat am Schiebetisch schon ein ziemlich tolles Längenanschlagsystem mit guter Holzwerker-Wiederholgenauigkeit. Aber für eines meiner kommenden Projekte brauche ich etwas, das noch stabiler ist und vor allem muss es feinjustierbar sein. Es muss nicht wegklappen oder schnell abzulesen sein, es muss einfach nur wiederholgenau und feinjustierbar sein. Befestigt werden sollte das System an der Opferleiste. Also schraub dich diese ab und fräs dir zuerst eine Nut hinein. Diese Nut erweiterte ich dann mit meinem selbstgebauten T-Nut-Fräser zur T-Nut. Dann habe ich die Opferleiste wieder montiert, und zwar etwas näher am Sägeblatt, sodass ich dann durch einen frischen Anschnitt eine genaue Referenz zum Sägeblatt erzeugen konnte. Als nächstes habe ich mir dann einen Schwung passende Schrauben angefertigt. Weil ich kein Epoxy oder Schraubensicherung rumliegen hatte, habe ich die Gewindestangen einfach mit zwei Schweißpunkten gesichert. Ich habe die Schweißstellen vorher nicht sauber gemacht, aber das passt schon. Schließlich habe ich dann noch am Bandschleifer die Ecken und Kanten verrundet. Für den Anschlag selber habe ich dann ein Stück Birkenmultiplex durchbohrt. Und dann ein Innengewinde in das Loch geschnitten. Als verstellbaren Teil des Anschlags verwende ich diese Inbusschraube. Und da sie nur ein Teilgewinde hat, musste ich circa die Hälfte des Holzgewindes herausbohren. Und die Schraube lässt sich jetzt schön streng eindrehen. So, das ist jetzt mein Ultra-Präzisions-Längenanschlagsystem. Jedes Sechstel einer Umdrehung entspricht einem Viertelmillimeter. Und man kann ganz einfach sehen, wenn man ein Sechstel gedreht hat, da ja der Inbusschlüssel 6 Seiten hat. Natürlich kann man das Ganze noch genauer justieren, dazu verwende ich dann meinen Messschieber und nähere mich Stückchen für Stückchen dem gewünschten Maß an. Und wie man hier sieht, geht das schon ziemlich genau. Ob das Sinn macht, kommt natürlich immer ganz darauf an.